Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texted. Jetzt wollte ich schon Space Engineers sagen. Eieieiei. Wir haben in der letzten Folge uns angeschaut, wie wir Dings machen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wo ist es denn? Fertigung ME-Konsole. Hier. Und wie wir die hier herstellen. Dafür brauchen wir ja diese Logic-Teile nochmal 3 Stück. Bedeutet, wir haben in der Folge hier alles durchgebrannt. Oben brennt das Eisen durch. Uns wird aber schon wieder gefährlich knapp an unserem guten alten Redstone. Das hasse ich jetzt schon wieder. Dann brauchen wir Logikdruck. Ich hasse das, wenn es so eng einfach wird von dem, was man produzieren kann. Und das halt Redstone. Die natürlichste Ressource, die es gibt, knapp wird, ist sowas von unlogisch. Aber hey, ich will dem Spiel nicht sagen, wie es zu gehen hat. Beziehungsweise ich muss mich da eher anpassen. Aber hey, regt mich nur ein bisschen auf. Wir müssen jetzt auch dann noch einen Staub erstellen, damit wir hier den Fluidstaub, damit wir dann alles haben. Damit wir diesen schönen Terminal machen können. Und den Terminal können wir jederzeit dann upgraden. Das ist ja wenigstens der Vorteil. Warum mache ich eigentlich nochmal so viel? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache es jetzt einfach mal auf Vorrat. Ist eh immer gut. Lieber ich habe das Zeug auf Vorrat, als dass es später fehlen würde. Ne? So kann man das ja sagen im Grunde. Das bedeutet, wir brauchen jetzt dann den Fluidstab und dich eingeladen. Das ist plus Network Force plus Redstone Stop. Oh Gott. Nummer 2 von dem. Das ist doch wieder Kacke. Also 2 2 2. Haben wir den einmal dabei, dann können wir den eigentlich direkt auch noch auffüllen für unsere Freunde. So. 4 Stück bekommen. Ah, das vergesse ich jedes Mal, da kommt ja mehr raus als. Habt ihr denn noch zu trinken, meine Freunde? Ja, ihr kriegt bald zu essen. Sobald mein Serversystem fertig ist, kriegt ihr auch zu essen. So. Denn das hauen wir jetzt oben durch den Grinder einmal durch. Ach, hey, Mini, der ist ja voll. Hau das eine durch, ich habe andere Sachen für dich. Und zwar 2 von denen. Hau die durch, komm. Brauch die nämlich. So. Dann brauchen wir. Wo war's denn? Konsole. Einmal mit Netherquartz und einmal mit einem normalen, glaube ich. Ne? Mit einem normalen zweites Quartz-Kristall. Wir reden hier von einem normalen zweites Quartz-Kristall in diesem Fall. So, bedeutet, hier beide rein. Und dann einen. Oh Gott, da kriegt man wenigstens 2 draus, ansonsten hätte ich die ja gehasst. Und 2 von denen. So. Jetzt brauche ich noch ein dunkles Leuchtfeld. Ich brauche solches Quarz. Bedeutet, ich brauche wieder Glas. Habe ich noch Glas? Ja, zum Glück. Wo ist denn jetzt diese komische normale Konsole auf diesem Bildschirm? Dunkles Leuchtfeld. Ich will einfach ein Leuchtfeld machen. Zack. Ein Redstone
2 Glowstone und ein Eisen. Kriegen sogar 3 raus. Perfekt. Und dann brauchen wir eine MI-Konsole. Perfekt. Jetzt müssen wir nur alles umräumen. Dafür tun wir die Sachen erstmal weg. So. Und müssen hier erstmal aufräumen, denn wir müssen das ja hier alles reinräumen. Du kommst weg, du kommst weg. Warum war da so viel drin? Du kommst auch weg. Jetzt muss alles nach oben, weil... Wir nehmen jetzt dich. Dich. Scheiße. Den Server tun wir. Dann würde ich die Konsole also in die Decke reinbauen. So. Ich würde dich hier so hinsetzen. Wohin die Kabel? Ich brauche die Kabel. Wo sind die hin? Da, 6 Kabel. 6 ist ja wieder kein Platz. Jetzt holen wir den ganzen Cobblestone weg. So. Der ist nicht dann schon aktiv. Dann geht hier hin der Speicherplatz. Da können wir dann die Konsolen reinlegen. Die sind jetzt aktiv. Dann würde ich hier in die Mitte so das ME-Terminal bauen. Holy shit! Also wie viel, wir haben jetzt für 120 verschiedene Items 2000 Speicherplätze. Das ist doch schon mal etwas. Ich setze jetzt hier so eine Latte hoch. Cobblestone hier hin. Und mit Holz vorne verkleiden. Kurz von Holz verkleiden. Ah, okay. So. Schaut schon mal nach etwas aus. So, jetzt kommt der spannende Teil. Alles, was ich im Inventar habe. Bett kriegt hier das Platz hin. So. Ich will jetzt alles, was ich habe, da reinschmeißen. Und anfangen, meine Kisten zu leeren. Also nacheinander diese Kisten hier weg. So viele verschiedene Sachen kann ich noch gar nicht haben eigentlich. Also halt rein theoretisch, ne? So viel könnte ich noch nicht haben. Wie schaut denn aktuell die Auslastung aus? 42 schon. Holy shit. Kann ich das nicht einfacher machen? So, zack, ablagern. So. Und jetzt will ich das hier alles reinlegen. Ich hoffe, der Server versteht, was ich will. Die erste ist ausgelastet. Legen wir uns mal kurz hin. So, aber die erste Kiste ist auch mittel... Ne, die ersten zwei Kisten sind fast leer, ne? Extract. Das ist schon mal gut, wenn die ersten zwei Kisten fast schon weg sind. Jetzt kommt dann erst noch der ganze Horror hier. Das finde ich ist ja eher der größere Horror. Alter, wir haben so viele Kisten. Wenn der Speicherplatz voll ist, dann haben wir ein Problem. Das sage ich euch jetzt schon. Weil wir haben so viele Rohstoffe. Ich glaube, wir sind offiziell voll. Aber jetzt haben wir schon hier eine... Wir können ja einige Sachen rausziehen, die zum Beispiel da überhaupt nicht reinpassen. Sowas hier. Also das ist voll wenig haben eigentlich. Die ganzen... Sachen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Hier, das Teil ergibt keinen Sinn.
Genauso wie du. Oder du. Sind halt Sachen, die man vielleicht jetzt einmal findet. Jetzt muss man ein bisschen aussortieren. Diese Teile können raus. Du kannst auch raus. Du kannst auch raus. Dann können die zum Beispiel schon wieder rein. Also sind rein theoretisch fast alle Kisten leer. Boah, geil. Jetzt hätten wir nur noch die Essenskiste. Obwohl, da haben wir auch Sachen, die zum Beispiel gar nicht... Obwohl, die Energie-Sachen, die können wir auch mal hier rein. Weiß gar nicht, wie viel ich hin nur an Ressourcen zum Beispiel drin habe. Das sind Sachen, die zum Beispiel gar nicht hier rein gehören. So. So. Zack, wie viele Plätze haben wir denn jetzt noch frei? Zwei Plätze in dem, da sind aber auch, die sind schon fast voll, ach du Himmel. Die sind ja schon fast voll. Tun wir mal das Extracten und tun es in die hintere. In die hintere von beiden Kisten, weil das sozusagen jetzt die Überreste Kiste ist. Diese Kiste wird als Notfall aufbewahrt. Dann tun wir jetzt mal hier die Seeds raus, so dass es Sinn ergibt. Die zum Beispiel schon mal weg. Zusammenlegen. Und wir tun auch die mal aus der Kiste. Noch komische Sachen, die ich nicht brauche, zum Beispiel dich und dich. So. Dann tun wir jetzt mal kurz unsere Sachen hier sammeln. Tun wir das Zeug ein bisschen entleeren. Zack. Auch einsammeln, wie viel. Ah, da geht noch. Da geht wahrscheinlich alles nochmal aus. Wir haben so viel Platz auf einmal. So, ich auch. Einmal alles abgetüdelt. Jetzt schauen wir schon, ob wir einen Samen was haben. Hier Samen. Die gehören ja da zum Beispiel nicht rein. Und dann haben wir jetzt hier die ganzen Essenssachen. Also echt, das sind jetzt Tonnen. Holla. Stimmt, wir wollten Leder für eine Bienenkönigin. So schaut es aus. Dann würde ich jetzt mal den Weizen nehmen, hier auflegen. Um ihn an meine Kuhhorde zu... Weiß ich nicht, ob da was dann passiert vielleicht. Ich hoffe es zumindest. Wäre praktisch. Und wann will ich nochmal einen Stroh, damit du hier noch ein bisschen Fläche hast. Jetzt muss ich dann bloß schauen, wo was gelagert wird. Fürs Erste. Ich werde mir höchstwahrscheinlich eine Kuh mal dann zum Schlachten vornehmen. Die Eier sind sicher noch hier drin, genau. Oh, habe ich die Eier auch hier schon drin gelagert? Die können auch raus. Ergibt doch gar keinen Sinn, die Eier dann irgendwo anders auch noch zu lagern. 16, 16 Eier. Ah, dafür sind die Federn hier schon drin, oder? Federn, ja. Das ist sogar. Das sind Sachen, die gehören da nicht rein. Weizensamen zum Beispiel gehören da gar nicht rein. Aber mit dem könnte ich jetzt zum Beispiel nochmal die Liegeflächen erweitern. So.
Größere Liegefläche für die Tiere. So. Ja, schon wieder ein Ei. Also hier kann ich halt gegen Samentasche, Kiwi-Samen, Weißkohl. Aber wir sind auch noch nicht so weit, dass wir umziehen können, weil wir so viel Zeug haben. Wir haben sogar Teeblätter. Tee! So, aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao!